Willkommen zurück zu einem neuen Teil von Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich war. Und werde mich jetzt mal zurechtfinden. Ich sollte vielleicht nicht 3 Tage warten. Okay, es ist, glaube ich, ein bisschen mehr als 3 Tage, aber gut. Jedenfalls weiß ich nur noch, wir sind irgendwo am Wasser. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt auf der Suche nach was anderem war. Ich glaube, ich wollte nach Norden. Ja, dann machen wir das auch einfach mal. Ja. Ja, ich trainiere heimlich, damit mich niemand sieht. Ich habe dich gesehen, ist das jetzt schlimm? Aber scheint der richtige Weg zu sein, wenn ich gegen den noch nicht gekämpft habe. Wendelin. Und er setzt Voltoball ein. Okay. Oh, es ist so kalt hier, ich friere. Naja. Ja, so die Finger am Controller, dann werden die nicht unbedingt wärmer. Aber was man nicht alles für euch macht. Der hat noch einen Voltoball. Warum hat er noch einen Voltoball? Tja, ja. Er hat einfach keine Chance. Oh, tut mir leid. Muss nicht gehen. Ja, das Wetter ist jetzt nicht unbedingt so toll. Dass man hier munter ist. Es regnet draußen. Feuerwehr fährt schon wieder. Und der hat Elektroball. Unglaublich. Hat er noch was? Ich glaube, der hatte 4, oder? Ein Pantimos. Wie passt denn das ins Team? Nein, das ist auch rot-weiß, aber irgendwie passt es überhaupt nicht. Na gut, wenn er meint. Okay, er ist ein Jongleur. Müsste noch irgendein artistisches Pokémon haben. Pantimos jongliert mit Voltoball und Elektroball. Interessant. So, besiegt. Niemand hat gesehen, wie ich verloren habe, oder? Doch ich. Ist das negativ? Da ich ein Artist bin, möchte ich nicht, dass die Leute sehen, wie sehr ich mich anstrenge. Warum nicht? Dann bist du meist gefeiert, weil du gibst dir Mühe bei deiner Arbeit. Das tun manche nicht. Die machen einfach... passt schon. Hallo, Schwimmerin. Mein Freund ist stets sehr beschäftigt, daher schwimme ich alleine. Na gut, wenn es Spaß macht. Warum hast du gerade noch grüne Haare gehabt, Denise, während du jetzt blonde Haare hast? Das ist etwas irritierend. Das ist Schwimmer. So, im Wasser grüne Haare und plötzlich kämpfen sie und haben blonde. Das schimmert so ein bisschen komisch, oder? Naja, variable Haarfarben. Das können Barbies auch. Ich glaube aber nicht, dass das eine Barbie ist. Wenn du liest, bist du eine Barbie? Ich glaube nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Abverknall nicht sehr effektiv. Ja, 30 Level höher. Okay, nur 21. Und ein Wasser-Pokémon. Ich glaube, das Abverknall nie effektiv. Joa, Denise ist besiegt. Ich wusste, das würde passieren. Ich wusste das auch. Wenn ich nicht bei meinem Freund sein kann, bin ich mit dem Pokémon zusammen, die er mir gegeben hat. Ich glaube, er hat die Idee gegeben, damit du dich nicht mehr an ihn ranhängst, weil er deine Haarfarbe so komisch findet. Wie? Du behauptest, du hättest genug vom Schwimmen wie mir? Schwimmern. Mhm. Ah, sei nicht so abweisend. Doch, Schwimmer sind scheiße. Erst kommen wilde Pokémon. Wenn man den ausweicht, Samir, dann kommen irgendwelche Schwimmer und wollen mit dir kämpfen. Mit Garados, wo du nichts Effektives gegen hast. Garados ist, nein. Das Letzte, was ich jetzt hätte sehen wollen. Aber in der Pokémon-Liga haben wir das auch geschafft. Also schaffen wir so einen dämlichen Trainer-Battle hier auch. Und wegen Tobis. Halt ist auch unglaublich viel abgezogen. Ja, das Schaffe zieht jetzt auch nicht so viel ab, aber immer noch mehr als Drachentanz, weil das sieht gar nicht so. Joa. Und da ist Garados besiegt und hat 3 Surferattacken verschwindet. Oh nein! Ja, genau, oh nein. 3 Stück. Ich konnte nicht widerlegen, dass ich ein Schwimmer bin. Du schwimmst im Wasser, du kannst nur ein Schwimmer sein. Du kannst kein Picknicker sein. Zwillinge! Hallo! Hallo, Pokémon!
Zeit zum Kämpfen. Was für eine Begrüßung. Ich glaube, die gehen noch in den Kindergarten. Da können die sich halt noch nicht so gut artikulieren. Lea, Mia, Pika und Pikachu. Und beide männlich. Schade, eins hat weiblich sein müssen. Aber das ist, glaube ich, nur bei Pärchen. Ja, Surfer und du setzt Fliegen ein. Nein, Fliegen, damit du dem Ganzen ausweichen kannst. Jo, perfekt. Da sind Pikachu und Pikachu weg. Und mein Taubos ist noch oben im Himmel. Wunderbar. Besiegt. Du bist fies. Ein schlechter Gewinner. Ich habe euch besiegt, weil ihr mich herausgefordert habt. Oh, es tut mir leid. Meine Pokémon. Hä, die ist blöd. Eine Niederlage erfüllt mich mit Trauer. Sie ist intelligenter. Lern was von deiner Schwester. Hier. Hallo, wer bist du? Ich bin genau 1,69 groß. Schön. Ich weiß das so genau, weil mich mein Nachbar gemessen hat. Du hast gar keinen Nachbarn. Ernsthaft, du hast keinen Nachbarn. Also muss man mir erstmal zeigen. So, hier ist kein Haus. Sein Nachbarn könnte. Dummer Junge. Ah, hier könnte ein Nachbar sein. Ja, gesucht, das ultimative Horn. Ich glaube, gesucht ist Garaborn. Hörner. Sie. Ja. Scaraborn. Unter Käfern hochwohlgeboren. Fühle seinen royalen Zorn. Scaraborn. Die ist genauso blöd wie die mir. Sagst du eigentlich noch was Sinnvolles? Nein. Eine leere Tabelle. Man kann darin irgendwelche Rekorde auflisten. Ja, wenn ich ins Garaband zeige, dann misst ihr das Horn und dann kriege ich irgendwelche Preise. Mache ich aber nicht. Habe ich keinen Bock zu. Hallo. Ich wurde von einer angenehmen Brise hierher gebracht. Sie kann fliegen. Ich hoffe, sie hat Flug-Pokémon. Rosemarie, die Aroma-Lady. Damit ist sie garantiert nicht geflogen. Nehme ich zumindest stark an. So. Zusammenkehren besiegt. Turtok auf Level 73. Herrlich. Und Sandflora. Mit dem wirst du auch nicht geflogen sein. Also mit was bist du hergekommen? Mit dieser sanften Brise. Und so leicht siehst du nicht aus. Ich bin irritiert. Sichtlich. Und jetzt besiege ich diese scheiß Sandflora. Geht doch. Du bist süß, wenn du so entschlossen bist. Ja. Ich glaube, die Sprüche ergeben mehr Sinn, wenn der Spielercharakter männlich ist. Ich möchte da drüben in den Wald, aber es gibt dort eine Menge Käfer-Pokémon. Das macht mir ein wenig Angst. Bist du Misty oder was? Käfer-Pokémon sind jetzt nicht so schlimm. Grüner Pfad. Musterbuschwald voraus. Aber was gibt's denn hier noch auf dem Wasserweg? Wasser. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber hier liegt noch was rum. Ein Elixier. Aha. Ich weiß auch nicht, was Nützliches hätte rumliegen können. Ich brauche nichts. Ich bin so toll. So gut, dann gehen wir halt in den Musterbuschwald. Der aussieht wie jeder andere Wald auch. Hallo, Käfer-Pokémon-Trainer wahrscheinlich. Ich wette, du denkst, ich sei irgend so ein Kerl, oder? Ja, ich glaube, ich habe gerade Käfer-Pokémon-Trainer links rüber. Also denke ich, du bist irgend so ein Teenager. Xeno. Keine Ahnung, wie du heißt. Aber du hast nur einen Porenta auf Level 78. Das ist nicht so ultimativ. Wie mein Turtok auf Level 73. Ja. Tut mir leid, aber mein Porenta ist Schnee von gestern. Noch ein Brenner. Gut, das Ding sollte man mal wieder rausholen. Sonst wird es überhaupt nicht mehr gelevelt. Der Doof. Ja, ich kürze das hier gerade ein bisschen ab. Ich wette, du denkst, ich sei schwach, oder? Nee, du hast schon Chancen, aber nicht hier. Gegen mich. Ihr Stadtmenschen kommt immer so hip daher mit euren trendy Hüten. Du hast selber einen.
Wie wär's, wenn du ihn mir gibst? Das ist ein Damenhut. Bist du schwul oder so? Zumeist ist kein Hut, sondern eine Mütze. Mensch, Mensch, Mensch. Immer diese kleinen Gören. So, was gibt's dir denn Interessantes? Pokémon, schätze ich. Ein Kakuna. Habe ich schon. Freue mich. Ein Weberak. Nehme ich. Habe ich noch nicht. Level 9. Kann ich auch nicht schwächen. Ich würde mich nie. So, Weberak. Du bist mein. Für immer. Weberak, Fadenwurf. Es spinnt ein Netz aus feinem, aber reißfestem Faden. Und dann wartet es auf Beute, die im Netz zappelt. Wie gemein. Ich könnte doch einfach gar keine Spitznamen nehmen, dann würde sich das hier abkürzen. Nein, ich mach's gerne. Sieht aus wie ein Labyrinth, oder? Steht bestimmt was, wenn man von oben rauf guckt. Noch mehr Weberak. Jetzt habe ich aber schon eins. Tut mir leid. So, Mädel, kämpf mit mir. Ich bin neugierig, wie du deine Pokémon trainierst. Was für eine Frage. Das ist eine Aussage, oder? Satzzeichen. Pokémon-Züchter Evelyn. Mhm. Warum robbt ihr auf ihren Knien rum? Fragen wir das Chanera. Chanera, warum robbt dein Trainer auf Knien rum? Chanera sagt gar nichts. Chanera hat eindeutig zu viele KP. Aber ich hab's trotzdem besiegt. Yeah, ich bin gut. Du trainierst deine Pokémon mit sehr viel Hingabe. Gut, dass das nicht auch eine Frage war. Wie deine Mutter dich mit Liebe aufgezogen hat, so sollst du deine Pokémon mit Liebe trainieren. Welche weise Aussage. So, nächstes Kind. Ich habe ein Käfer-Pokémon gefangen, das nur hier vorkommt. Ich glaube, es gibt keinen Käfer-Pokémon, die nur dort vorkommt. Kai. Kai ist ein ganz cooler Name. Oh, Scaraborn. Ja, in diesem Spiel kommt Scaraborn wahrscheinlich nur dort vor. Ich sollte mir doch einen Scaraborn fangen. So. Ist mein Pokémon nicht toll? Ja, es hat ein langes Horn. Neben dem Busch gibt es ein Mädchen, das Scaraborn für Trainer misst. Toll. Ich will aber gar nicht, dass mein Scaraborn gemessen wird. Ich will einfach nur ein Scaraborn. Mir ist egal, wie lang das Horn ist. Wenn es weiblich ist, hat es sowieso ein sehr viel kürzeres Horn, als wenn es männlich ist. Theoretisch. Gut. Scheint keine guten Pokémon mehr geben. Mädel! Sprich mit mir. Ich liebe Käfer-Pokémon. Deswegen bin ich immer hier. Bin ich das einzige Mädchen, das du denkst? Nein. Ich bin ja auch hier. Ich liebe sie zwar nicht, aber sie machen nichts aus. Sensi. Eine Göre. Und die mag Käfer-Pokémon? Das ist durchaus erstaunlich. Aber ich glaube, sie hat kein einziges. Und das ist, irritierend. Mach schnell. Ich habe verloren, aber ich kann noch lachen. Bin ich das einzige Mädchen, welches das kann? Du bist langweilig. Echt? Du wiederholst dich. Ich werde weiter ein Käfer-Pokémon fangen. Bin ich das einzige Mädchen, das dies so macht? Du bist blöd! So. Na, nun, Kakuna. Gut. Gibt hier keine anständigen Pokémon mehr, bevor ich noch einen weiteren Trainer besiege, denke ich, mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Teil hier wieder im Forst. Ich habe schon wieder den Namen von diesem Wald vergessen. Egal. Also, bald. Also, bis dann.